Ja, das Gewinnspiel endet heute. Wie gesagt, jeder, der heute noch bis 24 Uhr bestellt, hat die Chance auf ein dieser tollen Produkte im Wert von 4.500 Euro. Drei Angel Juicer, der beste Entsafter der Welt, ja, im Wert von 1.200 Euro, drei Stück könnt ihr gewinnen. Und ein Mixer im Wert von 1.000 Euro, meines Erachtens auch der beste Mixer momentan auf der Welt. Ihr seht, ein Angel Juicer ist mit dazugekommen. Das heißt, wir packen nochmal einen oben drauf für euch, weil ihr wirklich so toll mitgemacht habt. Und deshalb möchte ich mich bei euch natürlich deswegen nochmal bedanken. Ja, was ich noch sagen möchte, ist das Gewinnspiel, wann es aufgelöst wird. Dazu sage ich dann im Laufe des Videos nochmal ganz genau was. Und das war's von mir. Ich möchte nochmal ganz klar was Wichtiges sagen. Und zwar, wir möchten die Produkte, die bestellt werden, gerade unsere liposomalen Nahrungsergänzungsmittel ohne Konservierungsstoffe, Frischprodukte, senden wir erst ab Donnerstag wieder heraus. Wir möchten jetzt die ganze Woche noch ein bisschen abwarten, weil erst ab Donnerstag wird es ein bisschen kälter, kommen Gewitter, weil wir möchten für euch das Produkt wirklich bestmöglich erhalten. Wir wissen, es ist ein Frischprodukt ohne Konservierungsstoffe, ja. Das ist ein bisschen die Einschneise, die wir da in Kauf nehmen müssen, ja, da diesbezüglich, dass wir solche frischen Produkte quasi anbieten und ihr auch genießen könnt, ja. Deshalb, ich denke, jeder wird es verstehen, dass wir da ein bisschen warten, für euch natürlich die beste Qualität zu erhalten, ja. Ich denke, das ist vertretbar, ja, dass ihr das jetzt nachvollziehen könnt, ja. Dankeschön für euer Verständnis auf jeden Fall. Wenn es beim Öffnen plöppt, ja, die Flasche, dann ist das nicht schlecht, weil durch diese Temperaturunterschiede, ihr merkt, es ist wirklich so warm, ich schwitze komplett, dann merkt ihr, dass Stoffe sich ausdehnen, wieder zusammenziehen. Und dadurch wird natürlich auch die Luft, die sich in dieser Flasche noch Restluft befindet, komprimiert und ausgedehnt. Und dadurch kann es mal passieren, dass ein Plöppen entsteht beim Öffnen, was aber keinerseits schlimm ist. Wir haben vor kurzem alle Produkte, können wir uns auch nachweisen, per E-Mail, wenn ihr uns anschreibt, testen lassen, unabhängig im Labor. Nochmal, ja, auf wirklich, alle sind wirklich erregerfrei, sind wirklich sehr stabil, ja. Von daher ist es kein Problem, wenn es mal plöppt. Das ist nur damit zu tun, dass Ausdehnung, Zusammenziehen und so weiter der Luft Massen momentan. Gut, das war's von mir. Im Laufe des Videos gebe ich nochmal Auskunft, wann das aufgelöst wird, das Produkt. Dankeschön für euer Verständnis, vor allen Dingen auch mit den kurzen Verzögerungen der Produkte. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß damit und viel Spaß jetzt beim Video. Es ist wirklich ein sehr wichtiges Video. Ja, ein sehr persönliches Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, auch bei diesem Wetter. Und zwar, dieses Mal ist wahrscheinlich so wichtig wie noch nie, bis zum Ende zu schauen. Und zwar, denn es wird wahrscheinlich jeden betreffen von euch, wie auch mich betroffen hat. Und warum der Titel auch so ja, spektakulär ist, wieso Ärzte mich fast umgebracht haben in ihrer Therapie, das werdet ihr jetzt erfahren und wie ihr eventuell euch davor schützen könnt, das sehen wir jetzt. Ich habe vor circa 10 Jahren die Diagnose bekommen, ich hatte eine Proteinurie gehabt, das heißt zu viel Protein ausgeschüttet über die Nieren, also über den Urin dann später, wie mich eigentlich durfte, das heißt 30 mal so hoch, wie es eigentlich sein sollte. Der Arzt hat mir gesagt, der Chef, Neurologe, 30% Wahrscheinlichkeit an der Dialyse zu hängen habe ich mit 30. Ich bin jetzt 33 und ich bin jetzt ja, symptomfrei und befundfrei. Ich habe meine Medikamente selbst abgesetzt. Das ist nicht das Appell an euch, das zu tun. Ich habe es für mich persönlich für richtig empfunden, weil ich habe realisiert, dass der Körper sich nur selbst heilen kann. Man muss ihm nur die Bedingungen und das Milieu dazu geben. Das ist das Einzige, was passieren kann. Niemals wird mich diese Pille heilen. Wer auch der Meinung ist, dass der Körper sich immer nur selbst heilen kann und ihm dabei helfen sollte, der gibt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben und wir machen mal weiter. Wie gesagt, ich hatte 30-fach so hohe Eiweißausschüttung im Urin und heute ist mein Wert normal. Ich war übrigens noch vor kurzem wieder beim Urologen, mal zum Check, und es war auch wieder alles normal. Als Therapie habe ich Ramipril bekommen, ein Beta-Blocker, der den Blutdruck senken sollte und dafür veranlassen sollte, dass weniger Blut durch die Nieren zirkulieren kann und damit die Symptome abklingen. Nur als Nebenwirkung hatte ich dann halt Benommenheit, Schlappheit, Leistungsabfall, absolute Libido-Killer und Krankheitsanfälligkeit. Ich war fast immer erkältet. Da war der Moment, wo ich gesagt habe, das kann es nicht gewesen sein. Was passiert gerade mit meinem Körper? Sowas habe ich noch nicht gespürt und habe dann angefangen, alles zu ändern. Ich habe nicht supplementiert, ich habe nicht auf meine Ernährung geachtet. Ich habe Sport zwar betrieben, aber auf der falschen Art und Weise. Ich habe zu viele weiße Blutkörperchen gehabt, das heißt Leukozyten, und heute würde ich es ganz klar wissen, dass ich ein klarer Fall war von TH1-Überschuss. T-Helferzellen, weiße Blutkörperchen, Überschuss, das heißt Interferon-Gamma-Überschuss. Was das alles genau heißt, nicht gleich abschalten, Hilfe, er benutzt Fachbegriffe, das werdet ihr ganz genau in diesem Video jetzt erfahren. Und wir sehen hier als Symptom eines TH1-Überschuss Proteinurie. Und das wussten die Ärzte nicht und sie haben mich absolut falsch therapiert, dass es immer weiter mit mir bergab ging, obwohl man etwas völlig anderes hätte tun sollen. Wenn ihr Beschwerden habt,
oder Autoimmunkrankheiten oder wie auch immer Lasten, dann werdet ihr euch gleich in zwei Kategorien einteilen können. Das werdet ihr gleich alles sehen mit Laborbefunden und so weiter und so fort, was man genau testen kann, wie sieht ein Laborbefund aus, wenn das pathogen ist und wie, wenn er gesund ist. Bleibt auf jeden Fall dran. Man kann so ziemlich jede Krankheit in TH1 oder TH2 Überschuss clustern. Ja? Und um eine Krankheit allgemein suffizient, nachhaltig, kausal, holistisch zu behandeln, ja, muss man erstmal den Entstehungsursprung quasi verstehen. Man muss die Krankheit verstehen. Aber was noch viel wichtiger ist, man muss die Reaktion des Immunsystems auf diese Anführungsstrichen Krankheit verstehen. Es gibt keine Krankheit in einem völlig funktionierenden Körper, der alle Bausteine hat, um gesunde Zellen aufzubauen und wo das Immunsystem funktioniert. Es gibt Gendefekte, aber auch die Epigenetik können wir beeinflussen, habe ich ebenfalls in meinen Videos bereits belegt, wirklich belegt. Bestimmte Stoffe verändern deine Gene. Ja, das ist belegt heutzutage. Dieses zieht nicht mehr bei mir. Die Balance ist so wichtig. Das Immunsystem muss einerseits aggressiv sein und schnell handeln können bei Pathogenen, aber andererseits auch tolerant sein gegenüber Stoffen, die nicht gefährlich sind für den Körper. Es muss die Balance herrschen, um wirklich ein gesundes System aufbauen zu können. Doch was sind die Folgen eines starken Immunsystems, zu starken Immunsystems, wie ich damals hatte? Ich hatte zu viele Leukozyten. Danach folge die Autoimmunkrankheit meiner Nieren. Der Arzt hatte mir gesagt, meine Nieren werden angegriffen von meinem Immunsystem. Heute weiß ich völlig klar, was die Ursache gewesen wäre, was ich hätte tun müssen. Und zwar die Folgen sind dementsprechend Autoimmunkrankheiten durch ein zu starkes Immunsystem, weil das Immunsystem unterscheidet nicht mehr korrekt zwischen körpereigenen und nicht körpereigenen. Des Weiteren Allergien. Der Körper kann nicht mehr unterscheiden, die Immunzellen, zwischen dem, was wirklich pathogen ist und was nicht pathogen ist. Ja? Denn Pollen werden dich nicht umbringen. Ja? Und dadurch natürlich einhergehend chronische Entzündungen. Ja? Wie auch immer, in verschiedensten Bereichen des Körpers. Die Kehrseite ist dementsprechend ein heruntergefahrenes Immunsystem, was natürlich toll ist gegen Autoimmunkrankheiten, aber natürlich anfällig ist für, wenn man mal wirklich krank wird, dass das Immunsystem wirklich suffizient arbeiten kann und diese Erregerpathogene wirklich eliminieren kann. So, jetzt müssen wir etwas konkreter werden, damit ihr auch wirklich alles versteht. Es gibt sogenannte Zytokine, ja? Das sind Botenstoffe. Denn normale Zellen haben kein WhatsApp. Ja? Die können nicht sagen, hey Bruder, was geht so bei dir? Nein, sondern die haben bestimmte Botenstoffe, das ist quasi ihr WhatsApp zwischen bestimmten Immunzellen, dass die sagt, was die andere Zelle zu tun hat. Ja? Jeder hat bestimmte Aufgaben, bestimmte Immunzellen, und die müssen quasi ihre Quintessenz auf dem, was sie aufnehmen, quasi, zum Beispiel die Information des Erregers, welcher das ist, müssen sie weiterbrüllen an eine andere Zelle, damit diese dann dementsprechend spezifische Messer quasi gegen diesen Erreger bilden kann, um ihn zu töten. Völlig logisch. So, diese Zytokine, es gibt bestimmte. Interferon Gamma spielt eine sehr große Rolle bei TH1, bei den T-Helferzellen. Kommen wir gleich dazu, welche das genau sind. Und diese fördern dann dementsprechend Virustötungen, Bakterientötungen, Tumorsterben, alles intrazellulär in der Zelle. Es rüttelt das Immunsystem quasi auf. Was natürlich positiv ist, nur wenn das zu viel passiert, haben wir gerade gelernt, Autoimmunkrankheiten und so weiter. Schauen wir uns das ganze Konstrukt hier mal an. Wir sehen bestimmte Immunzellen, zum Beispiel die Leukozyten. Das ist der übergeordnete Begriff von Immunzellen. Ja? So, die weißen Blutkörperchen. Danach werden diese unterteilt in B-Zellen, worauf wir nicht darauf eingehen. Natürliche Killerzellen werden übrigens erhöht durch Waldluft, habe ich ebenfalls ein Video dazu gemacht. Und die T-Lymphozyten. So, B-Lymphozyten, T-Lymphozyten und die T-Lymphozyten werden dann nochmal unterteilt in die, wovon wir die ganze Zeit sprechen oder ich schon spreche, in die T-Helferzellen 1 und 2. Und diese entscheiden quasi maßgeblich dafür, welches Krankheitsbild du entwickeln wirst. Ja? Multiple Sklerose, Autoimmunkrankheiten und so weiter und so fort. Schilddrüsenerkrankungen, das seht ihr jetzt alles gleich, was welcher Krankheit zugeschrieben wird, wenn du zu viel TH1-Zellen aktiviert hast oder zu viel TH2-Zellen aktiviert hast. Wir sehen hier einmal die Übersicht, TH0-Zellen, daraus resultierend. Unten sind einmal T17-Zellen und T-regulierende Zellen, die klammern wir aus. Oben haben wir TH1, TH2 und hier sehen wir nochmal, was ich vorhin schon gesagt habe, die Botenstoffe, die diese Zellen aussenden. Das heißt zusammengefasst, TH2, Interleukin 4, TH1, Interferon Gamma. Was heißt das Ganze jetzt überhaupt? Kommen wir nun zu den Krankheiten. Wenn ein Überschuss von TH1 in deinem Körper herrscht, das heißt die Balance nicht mehr da ist zwischen diesen beiden Zellen, dann kommt es zu folgenden Krankheiten. Zum Beispiel, meines Erachtens die wichtigste Krankheit, die größte Volkskrankheit fast, ja, kann man sagen, ist Leaky Gut Syndrom. Dass dein Darm durchlöchert ist, das heißt Partikel kommen
aus deinem Darmlumen in deinen Körper, in deinen Organismus, wo sie eigentlich nicht hingehören und sorgen dort für chronische Entzündungen. Und wie das vonstatten geht, das erkläre ich euch jetzt explizit, dass das Leaky Gut-Syndrom an einem TH1-Überschuss eigentlich die Ursache ist. Schauen wir uns einmal hier den Darm an. Wir sehen hier, der ist umgeben und schützend, eine Schleimschicht, Mucosa. Und darunter kommen dann dementsprechend die Tight Junctions unter anderem, das heißt die Ausstülpungen, wo der Darm entscheiden kann, ob er sich öffnet oder halt eben nicht. Ja? Ja, nicht eingeblendet sind natürlich Kanäle für Nährstoffe und so weiter und so fort. Ja? Wir sehen auch hier in der Mitte, es gibt bestimmte Sollbruchstellen, ja? Die Peritonischen Plaques. So, und die Peritonischen Plaques sind Einstülpungen, wo normalerweise auch Pathogene durchdringen können. Aber wir sehen hier, da warten schon die B-Zellen und die T-Zellen, die Lymphozyten, quasi die warten auf diesen Erreger, um ihn direkt zu eliminieren. Was auch an sich erstmal überhaupt kein Problem ist. Das Problem ist aber, dass wenn vermehrt Erreger eben eintreffen, so dass deine B-Zellen und deine T-Zellen das nicht mehr handeln können. Übrigens, 70% deines Immunsystems sind genau da lokalisiert, was wir hier gerade auf diesem Bild sehen. Ja? Und genau aus diesem Grund. Weil sie warten natürlich auf die Pathogene. Natürlich hier in dem Bereich, im Darmtrakt, haben wir natürlich unfassbar viele Bakterien. Da muss natürlich sehr viel für Ordnung geherrscht werden. Kann das nicht mehr gehandelt werden, zu viel Erreger kommen die peritonischen Plaques quasi in deinen Organismus hinein. Dann gibt es zum Beispiel da auch Makrophagen. Diese sind Fresszellen deines Körpers, des Immunsystems, was du quasi von deiner Geburt an hast, das angeborene Immunsystem. Und wenn diese diesen Erreger fressen, dann präsentieren sie ein Antifragment quasi auf ihrer Oberfläche. Und daran docken dann dementsprechend die T-Helferzellen, in dem Fall TH1-Zellen. Denn die sind ja dafür da, bestimmte Zellen, Viren und Erreger zu töten. Die docken da an und sagen, ah, das ist die Information. Oh nein, die Makrophage hat diesen Erreger gegessen. Dagegen müssen wir was tun. Deshalb ruft die T-Helferzelle Interferon Gamma, ist ihre Sprache, an andere Zellen, ja, an T-Zellen und so weiter, die dann wissen, was zu tun ist, um diesen Erreger genau zu töten. Ja? Das Problem ist, dabei kommt es zu einer systemischen Inflammation, das heißt zu einer Entzündung in deinem Körper. Aber das viel Entscheidendere ist das, ebenfalls zu einer lokalen Entzündung. Und zwar die lokale Entzündung passiert, damit passiert Folgendes, es veranlasst die Öffnung der Tight Junctions. Wenn das passiert, kommt es ebenfalls zum Durchfall. Ja, das ist übrigens der Effekt, warum man Durchfall hat, das hast du auch verstanden. Weil wir quasi wissen, im Darmlumen sind Erreger, die normalerweise eliminiert werden sollten, die ausgespült werden sollten. Ja? So, das wusste ich übrigens vorher auch nicht ganz so genau. Ne? Ich habe auch vor kurzem erst was Neues gelernt. So, und das Problem ist aber das, die wollen die Tight Junctions öffnen, weil sie wollen die Erreger aus dem Darm eliminieren. Deshalb öffnen sie, sagen sie, kommen sie rein, ne, gucken, können sie rausgucken. Und dann werden sie dementsprechend eliminiert von einer Immunantwort. Das ist auch alles gut. Nur wenn du permanent zu viel Interferon Gamma hast, dann öffnen sich permanent diese Kanäle in deinem Darm. Und permanent passiert das die ganze Zeit. Und das große Problem ist dabei, dass eben auch Fragmente dann eben reinkommen, die dort gar nicht reingehören. Und vermehrt. Zum Beispiel Dipeptide, Tripeptide, zum Beispiel Aminosäuren. So, die sind so ähnlich deiner Körpersubstanz, dass der Körper komplett durcheinander kommt und diese angreift und die irgendwann nicht mehr unterscheiden kann von deinen eigenen Körperzellen, zum Beispiel den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse. Und durch dieses Leaky Gut, herzlichen Glückwunsch, hast du diese Autoimmunkrankheit gewonnen, wie zum Beispiel Diabetes Typ 1. Dass der Körper deine eigenen Körperzellen angreift, wie es bei mir war, zum Beispiel die Niere. Und genau das ist der Fall. Zu viel Interferon Gamma wird das veranlassen. Und das wird nie getestet beim Arzt. Niemals. Es interessiert niemanden. Ja? Kommen wir zu weiteren Faktoren, Symptome beim TH1-Überschuss, Interferon-Überschuss. Psoriasis, ja, also Schuppenflechte, ja, Rosazea, diese ganzen Hautkrankheiten oftmals, ja, Darmgeschichte, wissen wir alle, ja. Zöliakie zum Beispiel, ja, das ist Glutenunverträglichkeit, ja, kann man ebenfalls im Blut messen, nicht im Stuhl, das hat nichts miteinander gemeinsam, nichts zu tun. Man muss im Blut das Zonulin messen, ja, muss unter 31 Nanogramm pro Milliliter heißen, hier sieht man im klinischen Befund, wo zum Beispiel dann die Glutenunverträglichkeit herrscht. Ich empfehle grundsätzlich gar kein Gluten, würde ich nicht anfassen auf jeden Fall, ja. Unsere ganzen Produkte bei Purazell und solche Sachen, ja, die wir produzieren, sind natürlich alle glutenfrei auch, ja. So, das heißt, kann man natürlich auch sehr, sehr gut testen, ja, TH1-Überschuss und so weiter, wie man auf Gluten zum Beispiel reagiert, ja. Dann gibt es Morbus Crohn, Diabetes Typ 1, hatten wir gerade erklärt, ja, PCOS, Alzheimer, Lupus, Multiple Sklerose, ja, diese ganzen Sachen, ja, habe ich ebenfalls schon geklärt, Multiple Sklerose, Darmkrankheit, habe ich damals schon ein Video dazu gemacht.
Guillain-Barré-Syndrom, ja, postinfektorische Reizdarmsyndrom, diese ganzen Darmgeschichten, diese Entzündungen, oftmals TH1-Überschuss, ja, Schwermetallbelastung, natürlich Inflammation, ja, das heißt Entzündungen, ja, Riesenthema. Hashimoto, diese ganzen Drüsenentzündungen, ja, gerade, ja, allgemeine Autoimmunkrankheiten, ja, wenn TH1 zu stark ausgeprägt ist. Vielleicht nochmal ganz kurz, TH1 kümmert sich intrazellulär in deinen Zellen, was abgeht, TH2 außerhalb extrazellulär, ja? So, von daher jetzt ganz kurze Frage an dich. Welche Dominanz herrscht beim HIV-Virus? Und jetzt werdet ihr verstehen, übrigens sind diese T-Helferzellen, diese TH1, TH2-Switches, damals erst so wirklich populär geworden, indem man versucht hat zu verstehen, die Krankheit beim HIV-Virus, des AIDS. Und zwar diese befallen die TH1-Zellen, die T-Helferzellen. So, das Virus, das geht in die Zelle hinein. So, weil wir wissen ja, TH1-Zellen eliminieren auch Viren intrazellulär. Das heißt, sie werden genau diese Zellen befallen, die normalerweise dafür da sind, intrazelluläre Viren zu töten. Und was wird passieren? Diese Fliege wird mich irgendwann auffressen hier, diese Fliege. Das wird passieren. Es wird passieren, du wirst einen TH2-Überschuss haben, weil deine ganzen TH1-Zellen kaputt gemacht werden von den Viren. Ja? So, das heißt, dein Körper kann sich nicht mehr wehren gegen diese Krankheit irgendwann, weil die intrazelluläre Abwehr nicht mehr da ist im Immunsystem. Das heißt, du wirst einen Überschuss von TH2 bekommen. Und was TH2-Überschuss bedeutet, das klären wir jetzt. Doch bevor wir nochmal zu TH2 kommen, vielleicht nochmal ganz wichtig, ich habe hier klinische Befunde einmal für euch, ja? Für Autoimmunkrankheiten zum Beispiel. Ja? So, zum Beispiel hier sehen wir, dass im Optimalfall ist es so, dass du einen Wert von Faktor 5:1 haben musst, TH1, also Interferon Gamma, wissen wir, 1 ist TH1, ja? 5 und Interleukin 4, das ist dementsprechend TH2, T-Helferzellen 2, 1. Das heißt 5:1. Hier sehen wir zum Beispiel einen Befund von einem Menschen, der eine gesunde Balance hat zwischen denen. Keine, wahrscheinlich dann auch dementsprechend auch keine Autoimmunkrankheiten, sehr wahrscheinlich, ja, keine Virusinfektion gerade und so weiter. Wir sehen jetzt zum Beispiel einen Patienten, der krank ist, sehr wahrscheinlich an einer Autoimmunkrankheit leidet, ja, zum Beispiel Multiple Sklerose oder wie auch immer, ja, oder gerade eine starke Virusinfektion hat, sehen wir circa Faktor 40 plus. Ja. Deutlich erhöht sehen wir hier das Verhältnis, natürlich verschoben. Ja? So sieht ein Befund aus, was aber auch nicht bei den Ärzten einfach getestet wird. Ja? Das ist ein typischer Patient einer TH1-Dominanz, sehen wir hier. Ja? Und wahrscheinlich sah so auch mein Befund aus, aber die Ärzte hat es nicht interessiert, mich darauf mal zu testen, um mein Interferon Gamma einmal einfach nach unten zu senken, ja, und mein Interleukin vielleicht noch ein bisschen anzuheben, ja, um mich dann einfach aus dieser Krankheit herauszuholen. Nein, Beta-Blocker und dann geht's weiter. Übrigens gibt es auch Szenarien, wo zum Beispiel eine TH1-Dominanz gar nicht so schlecht ist. Zum Beispiel, wenn du tatsächlich einen Tumor hast, dann ist es natürlich nicht so schlecht, wenn dein Immunsystem natürlich total gut gerade funktioniert und ein bisschen überreagiert und jegliche Art von Tumorgewebe quasi zerstört, ja. Bei TH2 ist es dann dementsprechend genau andersrum, ja, dann ist halt TH2 einfach erhöht. So sehen wir die Befunde halt einfach aus. Wenn ihr es beim Arzt einmal testen lassen wollt, wenn ihr Beschwerden habt, macht das bitte, ja. Nochmal ganz kurz zu TH2, das ist ganz häufig natürlich IgE, also diese ganzen assoziierten Tests, diese Kratztests, die man zum Beispiel machen kann, ja, wenn die Allergien, das heißt saisonale Allergien, das ist meistens TH2-Überschuss, Interleukin-4-Überschuss, ja, das heißt, die fehlt ein bisschen Interferon-Gamma quasi, um die Balance zu halten, ja. So, Verengung der Atemwege, Asthma, nasaler Tropf, Schleim, Ekzeme, Heuschnupfen, diese ganzen Sachen, allergische Reaktionen, ja. Erhöhte Magensäure, ja, ebenfalls TH2-Überschuss, ja. Überschüssiges Histamin, das heißt Histaminintoleranz, diese typische. Was wird gemacht? Natürlich wird sofort Histaminblockung und solche Sachen verschrieben, ja, Histaminblocker und so weiter. Aber die Ursache ist natürlich ein Disbalance TH1, TH2, interessiert die Schulmedizin null. Das lernt man leider hier. Nesselsucht, chronische Müdigkeitssyndrom, ebenfalls, ja, Autismus und so weiter oder auch sehr bekannte Krankheiten wie Sjögren-Syndrom zum Beispiel, ja. Googelt das sehr, sehr gerne mal. Viele Symptome treffen darauf zu, ja. Basovsche Krankheiten, also es gibt wirklich sehr, sehr viel. Also ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung einmal, ja. Zusammenfassend T1 und TH2, T-Helferzellen 1 und T-Helferzellen 2, können aufgrund ihrer Botenstoffe Interferon Gamma und Interleukin 4 in eine Starre verfallen, ja. Das Gleichgewicht, bumm, kippt auf eine Seite. Und aus diesem Gleichgewicht quasi kommt das Antagonismusverhältnis quasi aus dem Ruder. So, dann kann es zur Manifestation von Krankheiten kommen, die natürlich dadurch begünstigt werden, weil kontinuierlich eine systemische Inflammation dadurch hervorgerufen wird, weil kontinuierlich diese Botenstoffe weiter gerufen werden und der Körper arbeitet kontinuierlich
Krankheiten können gelindert werden oder beseitigt werden, wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Von ca. 5 zu 1 haben wir gerade an den klinischen Laborbesuchen gesehen. Es gibt Stoffe, Verhaltensweisen, ja, und Ernährungsweisen, die maßgeblich Einfluss darauf haben, ja, wie zum Beispiel der Glutathionspiegel bei uns im Körper, inwieweit sich das Gleichgewicht normalisiert bei uns im Körper und damit natürlich auch einen erheblichen Einfluss hat auf Krankheiten, was ich damals auch selbst so erlebt habe und durchgelebt habe und gesehen habe, dass ich Einfluss haben kann, obwohl ich damals noch keine Ahnung hatte, was TH1 oder CH2 war. Ich habe einfach gemacht und es hat sich normalisiert, was die Ärzte nicht für möglich gehalten haben. Sie haben gesagt, ich muss mein Leben lang Medikamente nehmen. Nein. Ja, das Gewinnspiel, die Bekanntgebung ist am 31. August. Dort in dem Video von mir wird dir bekannt gegeben, der Gewinner, das heißt die 4 Gewinner. Und ich hoffe, du bist dabei diesmal. Und vor allen Dingen, die Bestellnummer wird preisgegeben und dann habt ihr euch eine Woche Zeit bei uns zu melden. Mit Personalausweis natürlich, dass ihr diese Person auch seid. Ich mache euch natürlich noch eine Karte rein. Ich werde jedes Paket hier nochmal öffnen. Werde nochmal extra persönlich was dir schreiben mit deinem Namen auf dieser Karte. Und mich bei dir explizit zu bedanken dafür, dass du mitgemacht hast. Dass du uns unterstützt auf purazell.de, dass du dich für uns entschieden hast. Da bin ich so dankbar dafür und ich hoffe, ihr schätzt das auch. Unter anderem, dass wir euch einfach zurückgeben möchten und wir schätzen ganz genau eure Vertrauen an unsere Firma. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Rohvegan am Limit sagt und Team Purazell sagt Dankeschön für dein Vertrauen an uns.